Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich mal was, das ich etwas länger schon nicht gemacht habe. Ich habe nämlich Bücher erhalten. Das habe ich nicht schon etwas länger nicht gemacht, sondern ich habe schon länger kein Neuzugänge-Video mehr gemacht oder was ähnliches und auch schon sehr, sehr lange habe ich kein Unpacking mehr gemacht. Und das eine Buch musste ich leider schon auspacken, weil der Postbote das ein bisschen sehr unsensibel in meinen Briefkasten gestopft hat, während Orkan Ivan oder wie er da heißt, hier die halben Bäume umgerissen hat. Und ich dachte, als ich gekommen bin nach Hause irgendwann um 19 Uhr und das Buch da so halb rausragte, erst noch, ich muss sterben, weil das arme Buch und oh mein Gott, aber es geht ihm erstaunlich gut. Also, das werde ich euch dann gleich danach zeigen. Vorher werde ich aber erstmal das hier anpacken. Aufgemacht habe ich es schon. Und ja. Ich gucke, ob ich das jetzt richtig rum aussehe. Da, 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 da. Ist da was drin? Nein. Da. Wo auch immer ich jetzt mit dieser Verpackung hin soll. Da. Haha. Und zwar habe ich dieses Buch hier bekommen. Es ist ein englisches Buch. Es heißt Work on Earth. A Stranger von Ray Carson. So, Ray Carson. Ein wunderschönes Cover. Wirklich schön. Ich muss mal gleich mal gucken, wie es so unten drunter sieht. Nicht so schön aus, aber... Und ja, bevor ich euch was zum Buch erzähle, werde ich euch erstmal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar, erstmal seht ihr, wie gesagt, es ist ein englisches Buch. Ich habe mir das nicht bestellt, sondern ich habe das Buch gewonnen. Und zwar Lost Pages, ein Bücherblog, den ich über Facebook kenne. Ich weiß nicht, ob er einen extra Blogger, ich sage jetzt erstmal meinen Facebook-Bücherblog, der hat es irgendwie mal irgendwann geschafft, sich dieses Buch aus Versehen zweimal zu bestellen. Und deswegen hat er es verlost. Und ich bin zwar jemand, der sonst irgendwie nicht so... Also ich bin immer jemand, der sagt, ja, kannst du mitmachen, die Chance steht irgendwie 1:1. Ich weiß nicht, wie viele Leute da mitgemacht haben. Wenn du es kriegst, dann freust du dich ganz doll. Wenn du es nicht kriegst, dann nicht. Und deswegen, also ich bin niemand, der sagt, weil gewinne ich, mache ich nicht mit, weil die Wahrscheinlichkeit, da zu gewinnen, ist 1:50. Und deswegen werde ich nicht gewinnen und keine Ahnung, deswegen mache ich da immer ab und zu mit und ja, kriege dann auch mal was und gewonnen habe ich Walk on Earth, a Stranger. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und jetzt werde ich euch das nochmal so von allen Seiten zeigen und euch dann erzählen, worum es geht. Hier steht erstaunlich wenig, hinten drauf. Zum Glück habe ich mich schon informiert und kann euch auch sagen, worum es geht. Erstmal werde ich euch vorlesen, was hier steht. When there's no goat to be had, you can't be trust anyone. Not a single soul. Das heißt so viel wie, wenn da ist, wenn es Gold gibt, dann, oder wenn da Gold zu holen ist, dann kann man niemandem trauen. Wirklich niemandem. Ja, das, was ich eben noch sagen wollte, bevor ich euch erzähle, worum es denn da jetzt wirklich geht, ist, dass ich zugeben muss, dass ich beim Gewinnspiel mitgemacht habe, ohne eine Ahnung zu haben, um was es eigentlich geht. Also ich habe dieses Cover gesehen und dachte, verdammt, das muss ich haben. Es war mir vollkommen egal, worum es geht. Einfach nur auch die Frau hier oben. Ich weiß nicht, wie mein Autofokus jetzt mitspielt, aber gar nicht. Warte mal, mal gucken, ob ich hinter das Buch gehe. Das Problem ist, dass ich auch mal gucken muss. Naja, ihr seht es ja, ne? Auf jeden Fall, ich finde das so wunderschön und habe mich dann erst, als ich das Buch gewonnen habe, darüber informiert, worum es eigentlich geht. Und zwar geht es um dieses Mädchen hier, mal gucken, ob ihr Name hier vorne drin steht. Ja, genau, Lee Westphal. Und die hat die besondere Fähigkeit, Gold zu erspüren. Also sowas ähnliches wie diese, wie heißt denn das? Na gut, das ist jetzt auch ein dummer Vergleich. Lassen wir es auf jeden Fall. Kann sie halt spüren, wenn zum Beispiel Gold in ihrer Nähe ist, wenn Gold im Boden ist, wenn Gold in Flüssen ist. Und das macht sich natürlich ganz, ganz praktisch in der Zeit, in der sie lebt. Und zwar weiß ich gerade gar nicht, welche Zeit das ist. Also jetzt von den Zeitzahlen her ist es nicht. Auf jeden Fall ist das die Goldrausch-Ära in Amerika, was so viel heißt wie, wenn du da Gold spüren kannst, dann kommst du eigentlich schon mal ziemlich weit. So, soweit ich das verstanden habe, kann auch sein, dass ich es ein bisschen falsch verstanden habe, den Anfang, aber es ist so, dass sie ein recht gutes Leben hat, recht gut klarkommt, einfach weil sie an Gold rankommt und naja, alles ganz gut. Dann kommen aber ein paar Männer, überfallen sie und nehmen ihr alles weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie von ihrer Fähigkeit wissen oder nicht. Auf jeden Fall hat sie dann eigentlich so gut wie gar nichts mehr, verkleidet sich als Junge und geht in die Stadt, in der dieser ganze Goldrausch so ein bisschen derzeit den Höhepunkt findet, in der es auch irgendwelche Goldadern zu finden gibt. Ich glaube, es ist Kalifornien. Ja, es ist West Kalifornien, wo gerade erst Gold gefunden wurde, genau. Und das ist natürlich vielleicht der beste Platz für einen
Mädchen, das ja einen Neuanfang sucht und ganz zufälligerweise eben Gold erspüren kann. Ich finde die Idee irgendwie ganz lustig. Es ist nichts, worauf ich jemals gekommen wäre, obwohl ich auch zugeben muss, dass ich mich mit der Goldrausch-Ära so nicht wirklich beschäftige. Auf jeden Fall, klingt das ganz gut. Auch jetzt, wo ich das Buch schon gewonnen hatte, war ich nicht nur wegen dem Cover sehr begeistert, sondern auch wegen dem Inhalt. Und ja, hier steht nur noch mal, dass Ray Carson, mir sagt der Name nämlich auch irgendwas, unter anderem New York Times Bestselling Autor von Girl of Fire und Thorns sei. Ich überlege gerade, was das im Deutschen sein könnte. Lustig, man kann hier Epic Reads drauf finden. Kommt aus den USA. Ja, ich bestelle fast nie englische Bücher hier. Das finde ich auch immer sehr lustig bei den englischen Büchern hier oben. Steht dann immer, damit man es beim Lesen nicht vergisst, Name vom Buch und Name vom Autor auf jeder Seite. Finde ich total lustig. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, viel mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Wie gesagt, jetzt will ich eigentlich ausmachen und reingucken. Oh, hier ist eine Karte drin. Deswegen bin ich gerade hier in Kalifornien. Da will sie hin. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Steht das hier? Auf jeden Fall kommt sie von irgendwo ganz anders. 1849 steht da übrigens. 1849. Könnte also sein, dass es da irgendwann spielt. Ja. Januar 1849. Sieht sehr schön aus. Will ich eigentlich jetzt auch... ja, habe ich mich sehr drüber gefreut. Sehr, sehr cool. Ist auch ein Anfang einer Trilogie. Ich muss mal gucken, ob da schon was weiter rausgekommen ist oder so. Steht hier was von Erscheinungsdatum? Ist das wie im Deutschen? Green Willow Books. Das steht 2015. Also ist es auch jetzt erst erschienen. Und ja, bin ich gespannt. Werde ich dann wahrscheinlich auch vielleicht mal demnächst, wenn ich dazu komme, lesen. Jetzt will ich eigentlich noch ein bisschen weiter drum rumblättern. Aber ich habe ja noch ein anderes Buch, das ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das ein Rezensionsexemplar. Das habe ich nicht gewonnen, sondern ich wurde angefragt, ob ich das lesen möchte. Und zwar ist das Aufziehmädchen Emma von Stefan Steinmetz. Hier steht noch ein Steampunk-Roman. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie gut man das lesen kann. So sieht's aus. Ein etwas chaotisches Cover, muss ich zugeben, nicht ganz so ansprechen wie Walk on Earth a Stranger. Aber der Autor hat mich ganz lieb angeschrieben, hat mich wohl lustigerweise auch gefunden über andere Steampunk-Rezensionen. Das Licht wird, glaube ich, übrigens immer schlimmer. Nicht wundern, falls sich das schon wieder irgendwie ändert. ja, genau. Und hat mich dann entdeckt über die Steampunk-Rezension, hat sich meinen Blog angeguckt und hat mich dann mal gefragt, ob ich das lesen möchte. Und da ich Steampunk ja doch mittlerweile sehr mag, also auch erst dieses Jahr entdeckt habe, aber die paar Bücher, die ich gelesen habe, mir sehr gut gefallen haben und mir auch die Idee sehr, sehr gut gefällt, habe ich gedacht, ja gut, gib mal her. Ich muss aber zugeben, es ist ein ziemlich dickes Buch, es hat knapp 500 Seiten und relativ kleine Schrift, also ist auch Self-Publisher und naja, da muss ich mal gucken, Kamera, hallo, genau, da muss ich mal gucken, wie das so wird, also der Inhalt ist ein bisschen chaotisch, steht relativ viel hinten drauf, ich traue mich gar nicht, euch das vorzulesen, weil ich Angst habe, ein bisschen zu spoilern, ich werde aber mal ein bisschen was lese ich vor. Der Steampunk-Roman spielt in einem fiktiven Königreich Bayern, in dem es nur Dampfkraft und Energie aus komplizierten Federn gibt. Im Jahr 1910 mietet der berühmte Professor Heisenberg das Dampfluftschiff Abendstern, um damit über den Atlantik zum legendären Land Amerika zu fahren. Einem Land, von dem die alten Ägypter berichten, das jedoch von keiner Schiffsexpedition je entdeckt wurde. Schiffe, die über den Atlantik nach Westen fuhren, kehrten nie wieder. Mit von der Partie ist Heisenbergs 19-jährige Tochter Emma, die nach einem Unfall etliche mechanische Teile trägt, wie eine mechanische Lunge und ein Aufziehwerk anstelle eines Herzens. Auch eines ihrer Augen ist künstlich. Auf dem Weg zu dem unbekannten Kontinent passieren noch andere Dinge und dann wird es, glaube ich, ein bisschen spoilerig. Aber an sich bin ich ja dafür, Self-Publishern auf jeden Fall eine Chance zu geben. Und auch wenn mich das Cover jetzt nicht so überzeugt, es ist schon, der Inhalt ist schon ganz spannend. Ein bisschen verwirrender wird es dann bei: In Amerika entdecken sie Laufvögel, Schildkröten größer als Elefanten und Dinosaurier. Sie finden auch eine alte Indie-Kultur,
und suchen nach dem fernen Pyramidenland der Ägypter, wo es Silber in Massen geben soll. Da Silber im Königreich Bayern wesentlich wertvoller ist als Gold, könnte sich die alte Legende als riesiger Schatz entpuppen. Ein bisschen verwirrend, könnte ein bisschen viel sein, habe mich aber dafür entschieden, auf jeden Fall dem Buch eine Chance zu geben. Und ja, deswegen wollte, konnte und habe ich euch das jetzt auch gezeigt. Genau. Sogar eine Unterschrift bekommen. Freue mich auch sehr drüber. Und das sind erstmal die Bücher, die ich gerade so erhalten habe. Das war dann auch schon das Video für diese Woche. Falls ihr eins von den Büchern kennt, könnt ihr mir das gerne ja mal in die Kommentare schreiben. Und ja, nächste Woche habe ich, also diese Woche, wenn ihr das Video seht, nächste Woche, weil ich drehe das hier gerade am Samstag, ist es so, dass ich ja bewegliche Ferientage habe, Donnerstag, Freitag. Das heißt, ich habe ein verlängertes Wochenende und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zum Drehen. Falls ihr also irgendwelche Videowünsche habt, könnt ihr mir die auch sehr gerne mitteilen. Und dann, ja, hoffe ich, das kleine Unpacking-Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Aber halt, ich darf die Endcard nicht vergessen. Unter mir findet ihr meine letzten beiden Videos. Das sind zwei Rezensionen. Einmal meine Rezension zu Firefight, dem zweiten Teil von der Reckoners-Reihe, also die Fortsetzung von Steelheart, einem sehr, sehr coolen Buch, eine sehr, sehr coole Trilogie, kann ich euch nur empfehlen. Und das daneben ist meine Rezension zum Marsianer, dieses Mal Hörbuch, nicht Buch. Auch hat mir sehr gut gefallen. Hat mir auch sehr gut gefallen, so rum. Und könntet ihr auf jeden Fall mal reinsehen, wenn ihr da Lust drauf habt. Hat mir sehr gut gefallen. Unten in der Infobeschreibung findet ihr neben den zwei Amazon-Links zu den Büchern, falls ihr euch nochmal genauer informieren möchtet, auch noch alle meine Social-Media-Links, Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads und der Link zu meinem Blog. Und dann hoffe ich nochmal, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!